Obwohl er Milliardär war, reiste er stets nur zweiter Klasse und hat die Art und Weise, wie Menschen weltweit wohnen, revolutioniert. Jetzt ist IKEA-Gründer Ingvar Kamprad gestorben. Er sei im Alter von 91 Jahren in seinem Heim in Småland friedlich eingeschlafen, teilte die schwedische Möbelkette mit. Kamprad war einer der reichsten Menschen der Welt. Sein Vermögen wird laut Forbes auf 23 Milliarden US-Dollar geschätzt. Kamprad hatte das weltberühmte Unternehmen IKEA im Alter von nur 17 Jahren gegründet.